Saftpresse machen, schnell, praktisch und gut. Die Zitrone bitte, Orangen, Limetten gebrüht, einfach die Spitze abschneiden, das schon hier gerade ist, schon gerade. Nehmen wir die Saftpresse, unten sind so Zacken, das ist wie Messer, das sind Zacken. Und die drehen wir also rechts und links rein in Zitrone. Das sind Gewinde und die Gewinde schrauben wir einfach so rein. Und fertig. Machen wir auf, drücken wir und da kommt der Saft. Jeden Tag frischen Saft. Heute nehmen wir für Salat, fürs Tee, fürs Fisch, meine Damen und Herren. Man kann verschließen. Bis zu 7 Tage bleibt der Saft frisch im Kühlschrank. So kann man gut aufbewahren. Das gleiche können Sie mit einer Orangen. Können Sie auch mit Limetten machen. Das ist auch perfekt. Ich zeige Ihnen gerne jetzt mit einer Orangen. Nehme ich den zweiten hier. Man kann mit den auch machen, aber ich nehme hier den zweiten. Das gleiche wieder. Von dieser Seite am besten. Einfach rechts und links so reinschneiden. Reinschrauben. Fertig. Aufmachen, drücken. Sehr, sehr gut. Da können wir sogar einen Strohhalm nehmen. Man kann direkt aus dem Frucht trinken. Man kann verschließen, aber auch aufbewahren.